Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Dienstag, der 7.7.2020 und ich bin hier wieder am Abend auf der Baustelle und möchte auch heute den Fortschritt, der sich im Laufe des Arbeitstages hier ergeben hat, dokumentieren. Man kann es schon erahnen, das Bild hat sich im Vergleich zu gestern eben geändert und das möchte ich hier jetzt kurz aufzeigen. Bevor ich gleich in die Baugruppe selbst steige, vielleicht noch ein paar Dinge, die sich hier oben an der Oberfläche bzw. am Rand der Baugruppe eben verändert haben. Zum einen wurden jetzt hier einige Ziegelsteine zwischendeponiert. Hier waren ja zuvor noch Materialien gestanden für die Bodenplatte, für den Aufbau der Bodenplatte, diese metallischen Versiegelungsstreifen und so weiter. Das wurde ja vor einigen Tagen weggefahren und jetzt hat man halt ein bisschen Platz gewonnen, um hier die Steine für die Wände und Mauern zwischenzulagern. Außerdem kann man sehen, hier wurde begonnen eben mit den ersten Dämmungsarbeiten. Also hier befinden sich ja diese Styroporplatten und die werden dann mit einer ganz klassischen, einfachen Säge zurechtgesägt und werden dann eben hier am Rand zum Beispiel, wie man es hier sehen kann, unten am Sockel der Bodenplatte bzw. hier um die Ecke herum kann man auch erahnen, geht es dann schon in einer ersten Reihe nach oben. Das wird eben dann mit so schwarzer Farbe, die auch noch mal ein bisschen klebt und wasserabweisend ist, eben angestrichen. Auch jeweils die Verbindungsstellen kann man hier sehen, ganz gut zwischen den einzelnen Elementen ist hier jetzt eben durch diesen schwarzen Anstrich nochmal versiegelt. Eine weitere Veränderung hat sich jetzt hier hinter mir ergeben. Das sah ja vor 2 Tagen hier noch deutlich anders aus. Da waren eben die Materialien und Werkzeuge gestanden. Die befinden sich mittlerweile eben im Geschoss, beziehungsweise die Steine für die Mauerarbeiten sind jetzt hier eben verfrachtet worden. Und hinter mir kann man jetzt sehen, befindet sich zum Beispiel dieser orangene Baustellenanhänger. Und da kann man wahrscheinlich dann ein bisschen Brotzeit machen oder sich mal kurz aufhalten und Pläne durchgehen oder so und eben seine Pausen machen. So, dann aber jetzt nach unten in die Baugrube. Hier jetzt also die Außenfassaden bzw. Außenwände des Kellergeschosses an einer Ecke. Das geht eben in beide Richtungen. Und man kann hier sehen, wie diese Wärmeisolierung in Form von Styroporplatten eben an die Wand geklebt wurde im Wesentlichen. Also das ist sogar in doppelter Ausführung. Das sind 2 Platten, wie man hier sehen kann. Und die werden eben mit dieser schwarzen Masse hier an die Wand geklebt. Und auch untereinander an den Übergängen jeweils sind diese eben nochmal abgedichtet, damit auch hier kein Wasser eintreten kann. Man sieht auch hier den Sockelbereich. Das war ja eingeschaltet. Das ist jetzt quasi entfernt worden auf ganzer Länge. Und zumindest hier um die Ecke herum kann man auch sehen, dass auch hier eine entsprechende Dämmung angebracht wird. Das fehlt halt jetzt auf dieser Seite noch, aber auf dieser Seite kann man das eben schon sehen. Und man kann aber auch sehen, dass das ein anderes Material ist oder zumindest in anderer Verarbeitung, weil das jetzt hier nicht doppelte Platten sind, sondern einfach die volle Stärke hier aufweist. Hier in dieser Ecke kann man sehen, wie dieses Material aussieht, um diese Wärmeisolierung bzw. um diese einzelnen Styroporplatten eben zu befestigen und an die Wand zu kleben. Das ist eine Bitumen-Dickbeschichtung, die sich eben eignet, um Kelleraußenwände und Fundamente zu bestreichen und dann eben wasserabweisend und Iss- und Klebeeigenschaften aufweist. So, und wenn man jetzt hier einen Blick um die Ecke wirft, dann kann man eben ganz gut sehen, dass die Dämmarbeiten der Bodenplatte, dieses Sockelbereichs hier an der Bodenplatte eben bis dahin fortgeschritten sind. Man kann hier auch im seitlichen Aufbau sehen, dass das eben eigentlich 3 so kleinere Streifen sind, die aufeinander liegen. Zumindest hier in dem Fall scheint das so zu sein. Und man kann hier auch sehen, wie diese Bitumendickbeschichtung hier eben angebracht wird. Und auch hier wieder untereinander, also zwischen diesen einzelnen Streifen, ist das ganz großzügig aufgebracht, um halt auch hier Wassereintritt zumindest abzuwenden. Hier ist jetzt ganz gut die Anschlussfahne für den noch zu installierenden Ringerder zu sehen. Und zwar das hatte ich ja in vorangegangenen Videos schon thematisiert, diese Metallstreifen hier ist eben mit dem Fundamenterder in der Bodenplatte selbst verbunden und wird dann angeschlossen an den noch zu installierenden Ringerder, der eben hier am Rand der Baugrube dann noch installiert werden wird, sobald eben die Dämmarbeiten abgeschlossen worden sind und man das Ganze dann verschütten kann. Das hier ist jetzt ein Fenster im Kellergeschoss, auf das ich hier jetzt blicke. Und da kann man jetzt auch schon in das Kellergeschoss selbst hineinblicken. Und da begebe ich mich jetzt als nächstes hin. Ich bin jetzt hier also mittlerweile im Kellergeschoss eingetroffen. Und obwohl das hier jetzt rein von den Dimensionen her natürlich nicht sonderlich groß ist, dauert das dann doch überraschend lang.
Man musste jetzt hier einmal innerhalb der Baugrube um das Gebäude herum, aus der Baugrube heraus und dann hier über die Leiter wieder in das Kellergeschoss gelangen. Das wird in der Zukunft dann hoffentlich mit einer provisorischen Treppe einfacher werden, aber aktuell ist das eben noch ein bisschen umständlich. Hinter mir zu sehen ist diese große Säge, mit der eben die einzelnen Steine zugeschnitten werden, sofern diese eben auf Maß zugeschnitten werden müssen. Und man kann ganz gut sehen, was für ein Dreck da eben bei den Arbeiten anfällt. Das wurde ja hier mit dieser Plane eben schon abgedeckt, damit der gröbste Dreck eben hier eingefangen wird. Aber selbst da oben kommt der Dreck hin oder überhaupt diese ganze Maschine hat eben einen rötlichen Touch. Und das ist wirklich eine Kruste, die sich hier drauf befindet. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn man hier solche Porotonsteine schneidet, was für ein Dreck dabei anfällt. Insgesamt befindet sich diese Baustelle hier in einem super Zustand und ich bin selbst ganz erstaunt darüber, wie sauber und gründlich hier eben gearbeitet wird. An dieser Stelle eben ein großes Lob an die ausführende Firma, Küchner Bauhaus Kreußen, finde ich klasse. Die nehmen sich hier am Ende des Arbeitsalltags sogar die Zeit, um hier den Schutt zusammenzukehren, beziehungsweise die Paletten zusammenzutragen, die eben übrig geblieben sind von den Mauerarbeiten, von den Steinen, die da eben verarbeitet worden sind. Und ja, man sieht eben, dass man es hier mit Profis zu tun hat, die eben gerne eine saubere Baustelle hinterlassen. Finde ich, wie gesagt, echt gut. Hier kann man ganz gut sehen, was eben heute im Laufe eines Tages geschaffen worden ist. Diese Wand war ja gestern noch nicht fertig hochgemauert. Diese befindet sich jetzt eben auf dem Niveau der Außenwände auf volle Länge. Und auch die Türen bzw. die Türstürze sind eben hier schon eingearbeitet. Und diese Wand ist damit komplett. Eine Wand fehlt hier allerdings noch. Die wird eben senkrecht zu der bereits existierenden Wand verlaufen. Man kann aber allerdings schon ahnen, wo diese hinkommen wird. Und zwar wurden hier schon solche metallischen Lochbänder eingearbeitet. Die werden nachher dann halt hochgebogen. Und dann werden hier jetzt die einzelnen Ziegelreihen damit verbunden werden. Und auch damit schafft man nochmal zusätzlichen Halt zu den dann quer weggehenden Steinen. Und das ist eben diese Wand, die nachher dann hier verlaufen wird. Und hier wäre jetzt dann die Anschlussfahne für die Erdung nachher. An dieser Stelle kann man jetzt tatsächlich schon durch die Tür treten, beziehungsweise Tür gibt es natürlich noch keine, aber man kriegt hier schon einen ganz guten Eindruck, wie das nachher dann eben aussehen wird. Hier an dieser Stelle wird sich eben das Treppenhaus befinden und hier wird es noch eine weitere Wand geben, in der dann mein Heimarbeitsplatz bzw. meine Heimarbeitsstätte und die Bürofläche eben entstehen wird. Wir befinden uns jetzt hier schon auf der anderen Seite der Wand. Die wurde eben jetzt hier schon auf voller Höhe bzw. auf volle Länge eben zu Ende gebracht. Und jetzt fehlen hier noch ein paar weitere Wände. Aber grundsätzlich ist das schon echt ein Mordstempo. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier morgen bzw. spätestens übermorgen die Wände so weit hochgemauert worden sind. Hier kann man jetzt eben eine weitere Wand sehen. Diese Wand war ja gestern nur in der ersten Reihe angedeutet, wurde aber jetzt heute schon eben auf gut 1,50 Meter, 1,60 Meter hochgezogen. Beziehungsweise am Rand sogar schon auf die volle Höhe gebracht, wurde von oben wieder abgedichtet mit dieser Abdeckplane beziehungsweise mit dieser Matte, damit es da eben nicht im Fall von Regen eben nicht zu einem extremen Wassereintritt kommt. Und man kann auch ganz gut sehen, dass hier mit Hebebühnen gearbeitet wird. Also das wird irgendwann mal eine Tür werden. Da kann man jetzt aber gar nicht so gut durchgelangen. Das schauen wir uns einfach mal von der anderen Seite an, denn ich kann jetzt hier ja einmal außen herumlaufen, solange es diese Wand hier noch nicht gibt. Und kann dann eben sehen, dass es hier sogar zwei Hebebühnen gibt, also eine kleinere und eine etwas größere. Und mit denen ist es dann wahrscheinlich ganz angenehm zu arbeiten, weil man diese Steine dann eben nicht hier über den Kopf hochheben muss, sondern eben, wenn man auf dieser Hebebühne arbeitet, das in angenehmen Höhen eben verarbeitet werden kann. Man kann sehen, dass diese hintere Hebebühne eben sehr lang ist und gerade so hier hereinpasst. Und das wird auch der Grund sein, warum man sich jetzt erstmal hier auf diese Wand eben fokussiert. Es wird hier eine weitere Wand geben, die eben senkrecht dazu verläuft. Man kann das immer an den Innenwänden hier erahnen. Da wurden solche Profile eingearbeitet. Und überall, wo es solche Profile gibt, wird es eben Wände geben, die hier senkrecht davon dann weggehen. Also hier auf dieser Höhe wird es eine Wand nachher geben. Und ja, die kann man natürlich dann erst machen, wenn diese Wand hier fertiggestellt worden ist, dann würde man wahrscheinlich diese Hebebühne hier herausheben und kann dann gegebenenfalls mit dieser kleineren Hebebühne eben die fehlenden Wände noch hochziehen. Es fehlt ja noch eine Wand hier und eine weitere Wand eben auf der anderen Seite, in der sich dann meine Heimarbeitsstätte befinden wird. Hier zwei weitere Indizien, die eben zeigen, dass man es mit Profis zu tun hat, die eben sauber und gewissenhaft arbeiten. Zum einen der Müllsack, wo eben hier jetzt alles gesammelt und entsorgt werden wird. Und eine putzige Leiter, mit der man dann eben auf die Hebebühne gelangen kann, um nicht da jetzt irgendwie herumkrabbeln
klettern zu müssen oder die Hebebühne nicht auf- und abfahren muss. Das soll es jetzt mal wieder gewesen sein für heute und für jetzt. Ich glaube, ich habe jetzt hier alle wesentlichen Veränderungen gegenüber dem letzten Mal aufgezeigt. Und es ist doch interessant zuzusehen, wie schnell das Ganze jetzt hier voranschreitet und eben Struktur annimmt. Und jetzt hier aus dem Plan, den man jetzt hier seit Wochen und Monaten natürlich schon studiert hat, langsam Wirklichkeit wird. Es ist auch schön zu sehen, dass jetzt hier die Bodenplatte, die ursprünglich wirklich mal sehr klein gewirkt hat, dann doch gar nicht mal so klein ist. Ja, das ist natürlich hier jetzt keine Riesenvilla, aber das ist dann doch schon, sollte dann ausreichen, um hier dann auch längerfristig leben zu können und zu wollen. Ich werde mich auch in den nächsten Tagen wieder melden und dann wird zum Beispiel jetzt hier hinter mir sich eine weitere Wand hoffentlich schon befinden. Bis dann!